Hallo zusammen, hier ist der Chef-Oberboss zusammen mit Michael. Genau. Hallo zusammen, hier ist der Chef-Oberboss zusammen mit dem Michael. Genau. Nach dem coolen Turnier bei den Asgards in Aschaffenburg, nämlich Anfang Januar, haben wir ja festgestellt, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern. Ich blende das ganz kurz jetzt mal ein. Jeder hat ein Spiel gewonnen, außer Michael. Ja. Michael, den werden wir nächstes Mal nochmal in ein Trainingslager schicken. Ja, Bootcamp. Ja, ins Bootcamp. Und ohne zu spoilern, das Teamchef Oberboss hat, würde sagen, mittelmäßig abgeschnitten. Ja. Mittelmäßig ist gut. Und ihr könnt es ruhig mal angucken. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass der Michael noch ein kleines Bootcamp braucht. Und darum sind wir jetzt hier in den Katakomben vom Chef-Oberboss-Bunker. Und ja, wir werden heute mal richtig üben. Und zwar zusammen. Wir spielen Warhammer 40.000 natürlich. Ich mit meinen Orks, weil das sind gute Sparrings-Partner. Und der Michael hat diesmal keine Necrons dabei, sondern... Meine Jeans-Dealer. Wenn ihr auf dem Kanal geguckt habt, habe ich eine kurze Road to Jeans-Dealer als Video aufgenommen. Hallo, hier ist der Michael vom Teamchef Oberboss und ich möchte euch mal vorstellen, welches Projekt ich mir für 2020 vorgenommen habe. Ihr seht hier einen Jeans-Dealer, ein Ecolite Hybrid mit einem Flamer. Das gibt meine komplette neue Armee, die Jeans-Dealer. Ja, da kommt noch ein bisschen mehr mit dem Bemalen. Auch das gibt es noch in einem Bootcamp bzw. in weiteren Videos. Genau, wir sind sozusagen nicht nur Bootcamp, sondern das ist jetzt auch die Road to Jeans-Stile Kult von Michael. Das wäre jetzt sozusagen der zweite Teil. Ja. Und wird jetzt hier eine ganz kleine Schlacht auch nur. Wir haben nur 500 Punkte, wir haben auch nur ein Schlachtfeld. Da fliegen wir gleich mal drüber. Das also kleiner ist als der komplette Tisch. Weil es sind ja nur 1000 Punkte dann insgesamt auf der Platte. Also haben wir auch ungefähr die Hälfte vom Tisch nur. Und das wird jetzt kein Battle Report sein. Es sind auch noch nicht alle Figuren vom Michael bemalt, von Orks natürlich schon. Wo wir euch sagen oder zeigen, wie man was spielt. Sondern wir wollen von euch Feedback haben, was zum Beispiel der Michael noch verbessern kann. An seiner Armeeaufstellung, an seinen Figuren, was auch immer, was er hat. Ja. Zum Beispiel, was für Starter-Gems du einsetzen kannst. Exakt. Wie auch immer. Also, es ist ein Testspiel, wo wir auf euer Feedback hoffen. Genau. Und ja, wir hoffen trotzdem, dass es euch viel Spaß macht. Genau, bin gespannt auf viel Feedback von weiteren Jeans-Dealer-Kult-Spielern. Ja, also ich habe noch nicht gegen Jeans-Dealer-Kult gespielt, nur gegen normale Tyranniden. Ja, ich habe hier auf jeden Fall hier auf dem Tisch schon Clips gesehen. Das werden wir jetzt auch gleich bei der Aufstellung sehen. Genau, und es ist heute mein erstes Spiel und bin stolz aufs Bootcamp mit dem Chef Oberboss. Ja, also viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns jetzt bei der Armeevorstellung. Wir beginnen mit der Vorstellung der Jeans-Dealer-Kult, 500 Punkte. Und zwar haben wir diesmal diese Vorstellungsweise gewählt, weil nachher in der ersten Runde von dir nicht so viel da steht. Nee, in der ersten Runde von mir liegen dann diese netten Blips. Da kommen wir später zu. Ja, ich habe den Clan Rusted Claw ausgewählt. Das kann man hier ganz gut sehen. Die haben immer was Orangenes dabei. Mhm. Sieht ziemlich cool aus. Ja, die sind, Rusted Claw ist stark fahrzeuglastig. Eine Liste, so wie ich es mir jetzt überlegt habe, spielt man mit sehr vielen Bikes. Bin mal gespannt, wie das bei dem Gelände funktioniert. Wenn wir dann sehen. Aber das ist eine Einheit mit 4 Bikes. Da ist ein Leader dabei, da ist ein Granatwerfer, 2 mit Shotguns. Mhm. Die haben jeweils noch Cultist-Knives dabei, um auch im Nahkampf noch was reißen zu können. Die Einheit hier hinten ist ein bisschen größer. Das ist eigentlich eine Art Standardeinheit für die Atalan Jackals, so heißen die Bikes. Mhm. Auch wieder 4 mit einem Leader mit einer Power-Axt oder Power-Axe, wie man es nennen will. Wieder 2 Shotguns und auch wieder einen Granatwerfer. Aber auch ein ziemlich cooles, ich finde das ein tolles Modell, ein Buggy. Den kann man mit unterschiedlichen Waffenoptionen ausrüsten. Ein Quad, ja, nicht ein Buggy, ein Quad.
oder ein Quad. Und es hat einen Mining-Laser drauf. Geil. Der geht auf 6, glaub 36 Zoll und der ist ziemlich übel. Ja, wenn der so Gesteinsformationen aufspringen soll. Genau. Der bohrt den Tunnel, wo dann die Bikes durchkommen. Egal vom Hintergrund, dass das halt so Minenbergbau genau. Leute sind, die dann da unterwandert werden, weil die am Rand der Gesellschaft da stehen, wo es dann nicht so auffällt. Krasse Sache. Ja, ich habe schon ein cooles Demo-Board mal gesehen, wo wirklich auf zwei Ebenen gespielt wird, wo die von unten aus dem Untergrund aus so einem Minengelände kommen. Aber naja, eins nach dem anderen. Erst muss ich die mal anmalen und euer Feedback kriegen. Machen wir weiter. Das ist ein geproxtes Modell. Das ist ein Icon Ward, ein Acolyte Icon Ward. Das ist ein HQ. Mhm. Muss nachher mal gucken, was der für einen Buff bringt. Der kommt mit ins Spiel. Und hier noch, das ist mein Warboss. Mhm. Das ist auf Bike. Auch ein, müsste ich direkt nachgucken, aber auf dem Bike ein Atalan Jackal Scharfschütze, sag ich jetzt mal. Krass. Ja, der kann ähnlich wie bei meiner Armee, wenn ihr den anderen Battle Report mal gesehen habt, bei den Necrons quasi können die Stalker markern. Mhm. Das heißt, ein Ziel ein erstes Mal beschießen und alle anderen haben dann einen entsprechenden Bonus. Das hat der auch. Der ist mit denen am Ende verlinkt. Dann. Genau, der ist mit denen quasi verlinkt, muss aber in einem gewissen Umkreis von dem Rest der Einheit sein. Ich finde die Bikes eh super geil. Die sind nicht so fett. Die sehen echt aus wie so halt Cross-Maschinen. Ja, genau. Ich hatte erst nicht gedacht, viel dran. Ja, ich hatte erst gedacht, oh, sind die putzig? Aber wo ich dann den ersten Mal so bemalt hatte, dachte ich mir, oh, ja, das passt eigentlich ziemlich gut. Habt ihr vielleicht auch beim Bemalschema gesehen. Da habe ich mir ein bisschen Mühe mitgegeben. Da sind wir eh gespannt auf das bemalte Toy. Von denen, ja. Das ist ein guter Punkt. Kommen wir zur nächsten Einheit. Das wird auch das erste Bemaltutorial werden, da bin ich noch dran. Das sind Neophyte Hybrids, die ihr hier seht. Das ist ein Leader. Wir haben, eins musste ich proxen, auch wieder zwei Heavy Weapons oder vier Heavy Weapons, zwei Mining Laser, zwei Granatwerfer und die sind mit Maschinenpistolen und Maschinenwaffen normal ausgerüstet. Okay. Die haben alle auch noch Nahkampfoptionen, auch das müsste ich nochmal kurz nachlesen. Das ist für mich noch Neuland, weil die Necrons bei mir zumindest im Spiel nicht so als Nahkampfarmee gespielt werden. Die richtig coolen Modelle, das war unter anderem ein Punkt, warum ich die Jeans, die ich mir ausgesucht habe, sind die Acolytes. Die sind echt fies. Die sind in zwei Fünfer-Trupps aufgeteilt, jeweils ein Acolyte-Leader. Und das ist auch schon der erste Trupp, der fertig bemalt ist. Vielleicht kommen noch ein paar Highlights dazu, aber auch da Farbschema ausprobiert. Mhm. Die haben drei Flamer und eine Feldsäge. Die ist ziemlich mies. Die hat viel Durchschlag. Ja, und der kann zweimal im Nahkampf sägen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Sehr schön. Der hat ein Knochenschwert mit und noch so eine Art Peitsche. Ja. Und die habe ich beide gleich, die Einheiten. Hier ist noch nicht bemalt, außer der Säge. Auch wieder drei Handflamer und wieder den Chef dabei. Bei denen muss man noch dazu sagen, die können sich aussuchen, mit welcher Nahkampfwaffe sie angreifen. Mhm. Entweder mit einer fiesen Klaue. Wenn sie mit der treffen, kriegen sie nochmal weitere Treffer. Oder mit ihren Kultist-Knives. Mhm. Dann haben wir noch das fette Gefährt. Ja, also die finde ich, die haben wir jetzt auch angetan. Das ist jetzt ein normaler Truck. Da sieht man hier vorne, da gibt es noch einen Rock Grinder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der hat hier vorne wie so ein Mahlwerk dran. Das kennt er vielleicht von Jens seinen Orks. Dann ist er aber hinten zu und kann nichts transportieren. Den habe ich heute als Transporter mit. Da wird eine Einheit Acolytes einsteigen und mitkommen. Auch der hat einen Heavy Stepper und eine Doppelmaschinenkanone drauf, als Fahrzeug selber. Mhm. Wenn die einsteigen, können die aus dem Fahrzeug raus jederzeit schießen. Ja, ist wie bei mir der offene Truck. Genau, richtig. Ansonsten einfach, um sie schneller zu transportieren und mal auszuprobieren, wie das mit einem Fahrzeug funktioniert. Alles klar. Das ist ein Bataillon. Ja. Du hast also insgesamt 5 Punkte durchs Bataillon, 3 Punkte durch dich, durch die Armee, das sind 8 Punkte, 8 Kommandopunkte. Genau. Und da wirst du wahrscheinlich auch einige Strutter-Gems dann
einsetzen. Ja, was ich schon herausgefunden habe, ist, dass die Genestealer sehr Stratagem-lastig sind. Das heißt, man braucht viel Kommandopunkte. Ich habe auch jetzt keinen Kommandopunkt für irgendein Relikt oder irgendwelche anderen Sachen ausgegeben, um mal zu gucken, ob ich mit den Stratagems, die ich für diese Liste mir überlegt habe, einigermaßen klarkomme. Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal die Orks an. Dann haben wir hier die Orks, das mache ich relativ schnell. Das sind auch 500 Punkte, ist kein Bataillon, das ist einfach nur Patrol Detachment. Und das heißt, ich habe nur 3 Kommandopunkte, nämlich für die Armee. Wir haben hier 5 Kommandos. Den Boss habe ich nicht mit einer Energiekralle ausgerüstet. Ich finde aber das Modell so geil, darum habe ich den genommen. Dann haben wir hier 5 Looter. Wir haben 5 Stormboys, auch ohne Kralle, ganz normal, nur mit Nahkampfwaffe. Dann haben wir hier 10 Kretchens. Wir haben hier 10 Boys mit einem Boss drin, mit einer fetten Wumme und der Rest hat Shooter. Dann haben wir hier noch 3 Warbikes, auch ganz normal mit einem Boss und 2 Biker-Jungs, aber auch keine Energiekralle. Dann haben wir hier hinten noch einen Truck, da werden die 10 Boys einsteigen, zusammen mit dem HQ, nämlich mit dem Warboss. Der hat einen Kombi-Rocket-Shooter und eine Energiekralle. Ansonsten ja, keine Mega-Rüstung oder sonst was. Ganz normal. Jo. Ich kann auch welche in Reserve lassen, nämlich die Kommandos und auch die Stormboys. Das werde ich auch machen. Wir haben die Missionsziele gestellt und haben auch schon die Armeen aufgestellt. Und der Michael also und die Genestealer Kults, die sind hier auf der Seite. Wir haben eine Aufstellung, dass wir uns 9 Zoll von der Mitte sozusagen aufstellen müssen. Und der Michael hat jetzt hier diese Aufstellungszone gewählt. Genau. Es ist ja ein bisschen kleiner alles. Darum haben wir die Missionsziele auch erstens mal nur 4 Stück gestellt statt 6. Haben also die 5 und die 6 weggelassen. Wenn wir die nachher ziehen bei der Malstrom-Mission, dann ziehen wir einfach eine neue Karte. Und wir haben sie keine 12 Zoll vom Rand, nee, keine 6 Zoll vom Rand weggestellt, sondern einfach direkt an den Rand. Ist also erlaubt, aber 12 Zoll voneinander. Und ja, genau. Gucken wir uns kurz das Gelände an. Wir können mit Bikes und Quads alle Treppen hier hochfahren. Ganz normal. Nur keine Leitern erklimmen. Also zum Beispiel, wo haben wir eine Leiter? Hier ist eine Leiter. Genau. Da kann nur Infanterie hoch. Infanterie kann auch einfach hier so hochgehen oder hier den Turm so hochgehen. Das kann natürlich kein Bike. Und die Fahrzeuge, dein Truck und mein Truck, die können eh nur hier auf der unteren Ebene fahren. Da kommen die nicht lang. Aber zum Beispiel ein Bike könnte auch einfach hier so hochfahren, zack, und hier auch wieder runterfahren. Und genauso auch hier hochfahren. Also von daher ist das Gelände auch spielbar mit Bikes. Ansonsten gibt alles Deckung. Und wenn man durch Deckung oder Treppen hochcharged, dann kriegt man -2 auf die Charge-Bewegung. Haben wir uns geeinigt. Und ja, ansonsten ist es halt sehr viel Deckung. Und ich finde, es sieht sehr schön aus. Dann gucken wir uns kurz... Ach ja, genau. Der ja. Hier sind überall Blips. Weil die Genestealer haben die Möglichkeit, so gut wie jede Einheit im Untergrund aufzustellen. Das ist das normale Schocken, was ihr kennt. Die Genestealer können aber Hinterhaltsmarker legen. Das heißt, es ist nicht klar im Moment für den Jens, was jetzt hier später erscheinen wird. Das kann ich also frei festlegen. Hier könnte ein Truck kommen, hier könnte ein Bike kommen, hier könnten aber auch Ecolights kommen. Truck wäre ziemlich doof, weil der kommt da nämlich nicht mehr runter. Exakt. Aber Bikes zum Beispiel oder halt alles, was Infanterie ist. Ja. Richtig. Genau, also bei dir liegen jetzt einfach 6 Blips und bei mir stehen jetzt halt zurzeit die Looters da oben, die Kretchens da unten, der Truck mit dem Warboss drin und den 10 Boys und noch die 3 Bikes. Und bei mir sozusagen in der Luft über dem Schlachtfeld schweben die Stormboys und die Kommandos sind im Versteck.
Die lauern nämlich jetzt gleich deinen im Hinterhalt auf. Genau, Missionsziele. Klingt spannend. Also es ist, wie gesagt, keine richtige Schlacht. Wir haben hier ein paar Sonderregeln, haben das alles ein bisschen verkleinert, damit es auf 500 Punkte passt. Das kann aus meiner Sicht jeder so machen, wie er Lust hat. Wenn ihr andere Regeln euch irgendwie dazu für eine kleinere Schlacht ausdenken wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Jo, dann gucken wir kurz mal nach Missionszielen. Wir haben hier in der Mitte das Missionsziel 1. Ja. Wir haben hier das Missionsziel 4, das schon in Jeans-Tier-Kultfarben gehalten ist. Und hier oben die 3. Genau. Und da hinten ist dann in grün gehalten, also die Ork-Farben, die 2. Und das sind meine, die jetzt noch nicht aufgestellt sind. Gut, dann würfeln wir jetzt einfach live, wer die erste Runde hat. Wir hatten beide gleich viele Einheiten. Das heißt, es gibt nicht plus 1. Also nicht die erste Runde, sondern wer entscheiden kann, wer die erste Runde hat. Ja, eine 6. Du hast eine 6. Das ist auch ein schöner Würfel, der nämlich das Symbol auf der 6 hat und nicht auf der 1. Eh sehr geil. Das sind die Original-Jeans-Dealer-Würfel oder Kult-Würfel. Super. Ich sehe gerade, wir müssen uns berichtigen, die 6 ist doch die 6. Oh nein! Ich habe eine 1 gewürfelt. Oh nein! Ja, na dann ist das so. Okay. Ja. Dann könnte ich jetzt sagen, dass du die erste Runde nimmst. Das wäre ziemlich gemein. Da ich jetzt zurzeit nichts sehe, werde ich dir die erste Runde geben, so leid es mir tut. Ja, ist ja okay. Ja. Ganz kurz noch zur Mission. Wir haben uns für verdeckte Operationen entschieden, dass man also keiner sieht, welche Missionsziele der andere gezogen hat und immer auf 3 aufzieht, maximal 1 pro Runde abwirft und immer auf 3 aufzieht, habe ich ja schon gesagt. Und das Einzige, was wir nicht machen, wir machen keine Dunkelheit, also wir schießen ganz normal. Ja. Ja. Ist gar nicht so schlecht, dass du mir die erste Runde gibst, weil mit den Hinterhaltblips oder Hinterhaltmarkern kann ich jetzt entscheiden, was an dem Hinterhaltmarker kommt. Also im Prinzip reagiere ich jetzt auf deine Aufstellung. Ja. Ja, und okay. Kann mir überlegen, was bringe ich denn jetzt wo. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf ein gutes Spiel. Jo, ich freue mich. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ende der ersten Runde der Jeans-Tealer Kult. Genau, die Hinterhaltsmarker wurden ersetzt und entsprechend sind die Einheiten gekommen. Hier steht der Goliath-Truck, da ist noch eine Einheit drin von 5 Acolyte Hybrids. Das sind die hier. Das sind die hier unten. Hier ist eine Einheit Acolyte Hybrids ganz normal gekommen. Mhm. Also wieder mit den 3 Flamern, ein Leader dabei und eine Feldsäge. Und hier steht ein Acolyte Eigenwort. Das ist ein HQ, der bufft die. Hier oben, die haben sich jetzt schon bewegt, aber hier ist eine Einheit Biker gekommen. Mhm. Die haben sich jetzt schon, ja, die sind hier rüber gefahren. Mhm. Ja, und da sieht man ganz schön, die Modellgröße ist eigentlich cool, auch auf solchen Stegen rumzudüsen. Auf jeden Fall. Ja, hier ist ganz normal der Warlord. Alpha, Atalanta Karl Alpha gekommen. Ich muss nochmal nachgucken, aber der Warlord, Scharfschütze. Und hier oben ist die Einheit der Neophyte Hybrids gekommen mit ihren 2 Granatwerfern und den Mining Lasern. Mhm. Hier vorne kam die weitere Einheit Biker. Das war noch eine Vierer Einheit. Kann man hier ganz gut sehen. Mit ihrem Leader dabei, einem Granatwerfer, 2 Shotguns und das coole Quad. Ja. Die haben auch dann geschossen. Genau, die Schussphase hat dein Warlord angefangen. Ich habe meinen Warlord angefangen. Und die gucken wir uns jetzt mal direkt an. Wir befinden uns in der ersten Runde von den Jeans-Dealer Kults und dein Warboss, nämlich hier dieser Scharfschütze, der schießt jetzt auf den Truck. Auf den Truck. Der will den quasi markern, dass andere Einheiten den Truck auch besser bekämpfen können. Genau. Da. Da
Da steht er. Und der Rest der Biker, die machen hier schon mal eine nette Bewegung über die Brücke. Das sieht schon echt fett aus. Ja, und hier hat sich kurzerhand die zwei Mining Laser nach unten bewegt, dass die auch den Truck anvisieren können. Okay. Mehr hat sich nicht getan bei der Bewegung. Dann? Ein Schuss, Heavy 1. Mhm. Der hat sich bewegt. Der hat sich bewegt. Also minus 1. Minus 1. Der würde normalerweise auf die 3 treffen und trifft jetzt auf die 4. Na, trifft. Trifft. Mhm. Gut. Trifft auf die 4. Waffenstärke 4. Widerstand Toughness 6. Auf die 5. Na komm auf. Nö. 3, nee. Hat er nicht getroffen, macht aber nichts, weil. Trotzdem hast du markiert. Ich habe ihn markiert, genau, also Priority Target Sighted. Und der Warlord hat noch eine spezielle Aura-Fähigkeit, Alien Majesty. Das heißt, alles, was eigentlich in 6 Zoll um ihn rum ist, trifft besser. Jetzt aber mit Alien Majesty 3 Zoll dazu, also in 9 Zoll Umkreis. Mhm. Alles, was jetzt noch auf den Truck schießt, hat 1 to Hit Rolls für alle Friendly Cult Units, triffst du um 1 besser. Genau. Das ist eine coole Sache. Der ist sozusagen majestätisch. Und zwar außerirdisch majestätisch. Genau. Also Mining Laser sind die zwei Figuren. Ja, genau. Und die schießen auch auf den Truck da hinten. 24 Zoll reicht. Genau, das reicht. Heavy 1 trifft auf die 4, jetzt auf die 5, weil sie sich beide bewegt haben. Aber dann auf die 4, weil wegen deinem Anführer. Exakt, ja. Genau. Das hebelt das wieder auf, das ist cool. Ja. Also, zweimal auf die 4. Na, oh. Gut, trifft, der Mining Laser hat Stärke 9. Also auf die 3. Auf die 3. 9 gegen 6 ist auf die 3. Hier, zweimal auf die 3, komm. Zweimal. Auch das. DS minus 3. DS minus 3. Das heißt, er hat 4 plus, also hat er keinen Save. Ich bin Death Skull, also mein komplettes Kontingent ist Death Skull. Das heißt, mache ich zweimal einen Rettungswurf auf die 6 plus. Ja. Nee. Gut, der Mining Laser macht D6 Schaden. Also zweimal D6. Zweimal D6. Oh, nee. Das sind also zum Glück nur 5. Nur 5. Ja. Das heißt, ich habe noch 5 Stück. Boah, genau. Das wäre ja schnell zu Ende gewesen. Ja. Danach hat der Truck von den Orks ganz gut eingesteckt. Richtig, also nach den zwei Mining Lasern, die haben wir noch gesehen, haben noch die Bikes drauf geschossen. Genau. Und da ist auch ein Mining Laser dabei, nämlich auf dem Quad. Genau. Der hat dann auch auf den Truck hier geschossen. Und der hat zwar dann Deckung gekriegt, aber trotzdem Deckung. Ich hatte dann 3 plus sozusagen. 4 plus hat er nämlich Rüstung plus 1 Deckung. Sind dann 3 plus und du hast minus 3. Also nicht 3, nicht 4, nicht 5. Also wäre auf die 6 gewesen. Ich habe ja auch einen Rettungswurf von der 6 durch Death Skulls. Und da bist du auch durchgekommen und hast zum Glück, ich hatte nur 5 Lebenspunkte, hast du mir nur 3 abgezogen, also habe ich nur noch 2. Also er ist jetzt schon ganz schön fett angeschlagen und wäre fast First Kill gewesen. Genau, leider nicht. Dein Fahrzeug, dein Truppentransporter ist noch 12 Zoll von hier hinten nach da gefahren und hat dann in der Schussphase mit seinem Heavy Stubber, also die fette Wumme, und hier die Autocannon auf meine Bikes geschossen. Und zum Glück konnte ich aber safen, weil ich aber auch Deckung gehabt. Aber der steht jetzt hier am Missionsziel 1. Ziemlich gefährlich. So, Missionsziele. Hattest du 3 gezogen, hast keins erfüllt und hast 1 abgeworfen. Richtig. Gut, dann kommt jetzt die erste Runde der Orks. Ende der ersten Runde der Orks. Ja. Also, was ist passiert? Die ganzen Verstärkungen habe ich noch nicht kommen lassen, weil in der ersten Runde können die nur in der eigenen Hälfte kommen. Das wollte ich nicht. Und ja, dann gucken wir gerade mal. Die Kotz sind stehen geblieben, hier oben die Looters sind stehen geblieben. Der Truck ist mit dem letzten 6 Zoll, die er fahren kann, normalerweise kann er 12, aber er hat nur noch 2 Lebenspunkte, ist er 6 Zoll nach vorne gefahren, ist aber keiner ausgestiegen. Die Bikes sind hier hinten rum 14 Zoll gefahren, sind am Missionsziel dran. Und dann
fangen wir auch gleich hier an mit der Schussphase, mit der Dicecam, was die gemacht haben. Die Bikes sind hier hingefahren, nachdem die böse beschossen wurden von deinem Kuliertruck. Genau. Und die werden jetzt hier auf deine Bike schießen, also auf das Quad mit den Bikes. Allerdings haben die die Fähigkeit trainierte Outrider, Skilled Outrider. Und das heißt, ich muss von meinen Trefferwürfen in der Schussphase minus 1 abziehen. Das heißt, die Orks treffen statt auf die 5+, nur noch auf die 6+. Aber 6+ sind ja bei mir nochmal extra Schuss. Also 6 mag ich eh viel lieber als 5. Also ich schieße 18 Schuss, weil jeder hat 2 Dacker rum mit Sturm 3. Sind also 2 9er Rows, 18 Schuss. Gucken wir mal, wie wir schießen. Erst 9er. Und einen darf ich davon wiederholen durch Death Skull. Machen wir direkt mal. Das sind also zurzeit 4 Schuss. Kommt die zweiten 9er. 4 Schuss haben wir. 5 Schuss. Das war's. Ach Quatsch. Waren gar keine 6er dabei. Ja, gar nicht getroffen. Nee, ich habe gar nicht getroffen mit denen. Okay. Bling, bling hat's gemacht. Bling, bling hat's gemacht. Dann machen wir direkt weiter. Und zwar steht ja hier noch der Truck, der ist 6 Zoll gefahren. Der pfeift auf dem letzten Loch, weil er nur noch 2 Lebenspunkte hat. Normalerweise kann er 12 fahren. Der schießt auch. Und zwar als erstes mal mit der fetten Wumme von dem Truck. Das ist eine eigene Einheit, darf also auch den Schuss wiederholen. Das sind dreimal auch nur auf die 6. Da haben wir eine 6. Einen wiederholen wir direkt noch. Nee, und die 6 macht einen extra Schuss. Und macht auch wieder ein. Genau, der darf aber nicht nochmal einen generieren danach. Genau. Das heißt, zweimal getroffen. Stärke 5 gegen die 5 ist auf die 4. Nee, gegen die 4. Ja, genau, habe ich ja gesagt. 4. Genau. Ja, und davon darf ich einen wiederholen. Nee. So, dann schießen die fette Wumme von der Einheit drin. Auch dreimal auf die 6. Nee, und das ist jetzt eine andere Einheit als der Truck. Also darf der auch wiederholen einen. Nee. So, und jetzt sind da aber noch 9 Boys mit Wummen drin. Das heißt, die haben Sturm 2. 18 Schuss. Schießen die auch nochmal 18 Schuss. Auf die 6 allerdings. Das ist hart gegen Orks. Also eine 6 haben wir schon mal. Ja. Wiederholen dürfen sie keinen, weil es hat die fette Wumme schon gemacht. Also machen wir für die 6 direkt noch einen extra Schuss. Nee. Also einmal und noch 9. Zweimal. Und der generiert auch einen extra Schuss. Zweimal. Zweimal Stärke 4 gegen Widerstand 5 ist auf die 5. Und da darf ich aber noch einen wiederholen, weil die fette Wumme hat ja überhaupt nicht getroffen. Also nochmal einmal auf die 5. Nee, einmal minus nix. Das heißt, ein Fünfer safe. Fünfer, wir haben gesagt, du stehst ja da so ein bisschen im Shot drin. Ich habe nicht für den Truck. Ach, für den Truck nicht. Okay, dann auf dem präsentierten Lager. Genau, dann nur auf die 5. Nö. Also hast du jetzt einen Lebenspunkt. Ein Lebenspunkt. Also das ist nämlich aufs Quad. Das hat noch 3. Alles klar. Gut, dann schießt noch der Boss. Das ist auch noch eine eigene Einheit. Der hat einen Shooter, einen Rocket-Shooter. die Rocket kann man nur einmal abschießen. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich schieße einfach zweimal Sturm. Auch auf die 6. Einen darf ich wiederholen. Und die 6 macht einen extra Schuss. Einmal. Stärke 4 gegen die 5 ist auf die 5. Und darf ich wiederholen. Ja, nein. Also bleibst dabei. Ja. Ui, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, deine Einheit wäre jetzt gleich weg. Ich hätte einen First Kill, aber so ist es nicht. Gut, das war die Dicecam. Okay, wir haben gerade festgestellt, deine Biker haben nur Widerstand 4. Ja. Meine Biker haben Widerstand 5, weil sie halt auch Orks sind. Deine sind halt nur so ein bisschen labil. Das heißt, der Wiederholungstreffer von dem Ork-Boss zum Verwunden mit der 4 hat er geschafft. Also kannst du einmal noch safen auf die 5. Genau. Das ist eine 4. Dann kriegst du noch einen Lebenspunkt. Jetzt musst du das vom Quad nehmen. Du hast ja angefangen. Genau. Ja, das Quad noch 2. Genau. Okay, das waren die. Dann kommen wir jetzt um meine Looters dran. Die schieße ich einfach so. Ja, also die zwei haben schon komplett geschossen. Ist nicht viel passiert. Du hast einen Lebenspunkt verloren. Darum nehmen wir direkt noch die Looters dazu. Die haben auch hier drauf geschossen. W3 Schuss pro Modell. Ich habe eine 1 gewürfelt, habe einen Kommandopunkt eingesetzt und habe den Wurf wiederholt, habe dann eine 5 gewürfelt. Also 3 Schuss pro Modell sind 15 Schuss hier drauf gewesen. Allerdings nur auf die 6. Ja. Wegen Outrider.
Und ich habe ganze dreimal dann insgesamt getroffen mit Wiederholungswürfen und extra Dakar-Würfeln. Und dummerweise, ich habe Stärke 7 gegen Widerstand 4, ist die 3. Hätte ich Stärke 8 gehabt, dann wäre es die 2 gewesen. Das habe ich gewürfelt, 2, 2, 1. Habe einen davon noch wiederholen können, weil sie Death Sky sind. Und bin dann mit einer 5 durchgekommen und du hast nicht gesaved. Nein. Hast nochmal einen Kommandopunkt eingesetzt, hast nochmal nicht gesaved. Und die Death-Cannon von denen macht 2 Schadenspunkte, dann ist dein Quad. Genau, das hatte noch 2 und dann war es weg. Genau, du hast 2 schon vorher verloren gehabt. Ja. Genau, so. Und dann war es dann weg. Aber Minimalziel habe ich erreicht, dass der Mining Laser vom Quad ist weg. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich die komplette Einheit auslösche. Hätte ich vielleicht auch machen können, wenn ich jetzt hier mit denen noch im Nahkampf gewesen wäre. Aber ihr seht gleich, beziehungsweise das kann ich jetzt auch direkt sagen, ich habe sichere Missionsziel 1. Mhm. Und das ist das hier in der Mitte. Ja. Und von daher, wenn ich jetzt im Nahkampf gegangen wäre, hätte ich das Missionsziel verlassen. So habe ich jetzt einen Siegpunkt durch das Missionsziel einfach mal gemacht. Also steht es 1-0. Ja. Mehr ist nicht passiert. Ach so, doch. Ah ja, ich habe noch eins, sichere Missionsziel 2. Das sind nämlich hier meine Krotz. Die haben hier das schöne Missionsziel 2. 2-0. Also steht es 2-0. Da müssen sich die Jeans-Dealer mal anstrengen. Zweite Runde Jeans-Dealer. Der Truck hat sich nicht bewegt, hat eine Kultistengruppe aussteigen lassen, die in ihrer Schussphase die Bikes beschossen hat. Genau, die haben Flamer, haben die. Genau, die treffen automatisch. Das hat, ich glaube, einen Lebenspunkt gekostet. Genau. Dann hat der, da hat der Truck geschossen. Selbst drauf geschossen. Der Heavy Stuffer hat nichts gemacht. Die Autocannon hat 3 Leben abgenommen. Da hat dann nur noch ein Biker gestanden. Genau, und den einen Biker habe ich versucht, im Nahkampf mit der Supersäge zu erlegen. Vorher hast du noch mit denen allen draufgeschossen. Vorher habe ich mit denen allen draufgeschossen. Genau, genau. Der habe ich aber gesaved und danach hast du dann im Nahkampf mit der Säge rumgemacht, ja, die den komplett zerlegen hätten können, weil -4 Armor Piercing ist nicht so gut gegen Bikes. Also die Bikes sind nicht so gut gegen die Säge. Aber das hat er alles gesaved und danach haben die, ich glaube er hier hat es dann auch. Genau, mit der Power Axe hat er genau, den erlegt. Letzten Lebenspunkt erlegt. Genau, und dann war die Bikes wenigstens weg. Richtig. Hart umkämpft. Dann bewegt, also die ganzen Bikes haben sich hier oben runter bewegt und zwar, die sind hier die Treppe runtergefahren, weil Motocross-Bikes, die können da locker runterfahren. Ja. Und dann hat sozusagen erstmal da oben die Minenlaser und auch dein Chef haben hier auf den Truck geschossen, der nur noch 2 Lebenspunkte hatte. Und das gucken wir uns jetzt kurz mal an. Zweite Runde Dice Cam von den Jeans-Tealers. Ja. Genau, und der Truck von den Orks ist ja schon angeschossen. Also die 2 Mining-Laser, die werden selbstverständlich auf den Truck halten und den mal versuchen, die letzten 2 Lebenspunkte zu klauen. Heavy 1, 24 Zoll, da probieren wir mal unser Glück. Bewegt haben sie sich nämlich nicht. Genau. Stopp. Ja, dann wir mal hier hin. Ja, also 2-mal auf die 4. Na gut, das ist die 1. Ich würde ja mir immer noch wünschen, es wäre die 6, aber egal. Doof, ne? Also, der eine Mining Laser trifft. Du könntest einen Kommandopunkt einsetzen für da. Das mache ich auch. Du hast ja ziemlich viel. Ja, ich habe ziemlich viel Kommandopunkte. Ich habe mich ein bisschen mit meinen Stunner Gems vertan. Dann hauen wir mal die Kommandopunkte raus. Also, das probieren wir nochmal. Und ja, na. Das war mal ein Tipp vom Chef. Also, die treffen beide. Und die haben eine Stärke von 9. Widerstand 6, also auf die 3. Komm. Ja. 2-5. 2-5. Also, dann geht einer durch. Der ist minus 3. Genau. Ich habe diesmal keine Deckung, aber ich habe einen 6 plus Rettungswurf. Okay, generell, weil du hast ja jetzt ein schlechteres Profil. Ja, ja, nee, das ist durch die Death Skull Clan-Regel. Okay. So, 6 plus. Also ich würde mal sagen, der Truck lebt weiterhin. Okay, mit was schießt du noch drauf?
Ja, mit was schieße ich noch drauf? Ich habe einen Fehler gemacht, aber das ist so. Ich hätte mit meinem Warboss zuerst auf den Truck schießen sollen. Ja, kannst du jetzt immer dann machen. Ja, der hätte dann aber... Achso, dann hätten die anderen ja besser getroffen. Gell? Genau, hätten die anderen besser getroffen. Komm doch mal. Dann. Ja, ich schieß mal normal drauf, weil der hat auch eine ganz gute Waffe. Auch wieder Heavy 1, hat sich nicht bewegt. Jo, trifft. Der trifft. Stärke 4. Gegen die 6 auf die 5. Auf die 5. Geht trifft auch. DS minus 2. Minus 2 ist also nicht 4, nicht 5, ist auch auf die 6. Also ist Rettungswurf oder Rüstungswurf. Mit Ansage noch eine 6. Noch eine 6. Jawohl. Okay. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Tja. Da steht das Ding noch. Tja, da muss ich mir was anderes überlegen. Okay, das war die Dice Cam. Und da habe ich doch tatsächlich 2 Sechsen gewürfelt. Das war ziemlich krass. Aber der Truck ist ja trotzdem weg. Also, wie hast du den erledigt? Den Truck hat die erste Biker-Gruppe erledigt. Die haben zwar drauf geschossen, ja, hier. Ja. Aber der Granatwerfer aus der Biker-Gruppe, der hat es dann gerichtet. Der hat ihm einen Rest gegeben. Ja. Richtig. Und danach sind meine ausgeschieden. Er ist nicht explodiert. Und du hast dann noch angegriffen. Und ich habe dir beim Abwehrfeuer einen Lebenspunkt ausgeschaltet. Genau. Dann haben die sich sozusagen bekämpft. Du hast mir 2 weggeschlagen und ich habe dir insgesamt dann auch 2 Bikes weggeschlagen. Genau. Und alle, die hier irgendwie Verluste erlitten haben, haben auch ihren Moraltest geschafft. Genau. Okay, ich glaube, das war's. Da oben, die sind noch stehen geblieben, die restlichen. Und dann, was hast du erledigt in der zweiten Runde? Was habe ich erledigt? Großwildjagd. Sehr gut. Das heißt, mein Truck, der hat nämlich 10 Wunden, im Gegensatz zu meinen Buggies, die haben nämlich nur 8 und 9. Das heißt, du hast einen Siegpunkt plus First Kill. Also insgesamt 2 Punkte diese Runde. Und ich habe ja auch 2 Punkte. Aber Ende deiner Runde kommt Verteidige Missionsziel 2. Das sind nämlich hier schon wieder meine Kreuzchen, die meisten Punkte. Da kriege ich 2 Punkte, Ende deiner Runde. Weil in meiner Runde hat es gestartet. Da hast du 4. Also habe ich 4. Genau. Okay, also es steht 4-2. Und meine zweite Runde kommt. Und ich kann 3 Missionsziele neu zählen. Das ist natürlich krass. Ich konnte eigentlich nicht viel machen, weil meine Bikes sind weg, mein Truck ist weg. Die Looters hier oben sind stehen geblieben. Die Gretchens hier unten auch. Die hier waren gerade im Nahkampf und wir gucken einfach mal, was die im Nahkampf gemacht haben. Dicecam in der Runde der Orks, zweite Runde. Und zwar, jetzt wollen wir einfach mal den Nahkampf filmen. Hier gegen deine Biker. Mhm. Ja, das ist ein laufender Nahkampf, da es meine Runde ist. Darf ich mir den als erstes sozusagen aussuchen. Dann schlage ich einfach mal zu. Das sind 6 Ballerboys, A2 Attacken, sind 12 Attacken, plus 3 Attacken vom Boss, sind 15 Attacken. 15 mal bei 3. Und eine Attacke darf ich davon wiederholen. 6 geben hier nichts extra. Das wäre es noch. Das wäre geil. So, die Wiederholungsattacke habe ich gemacht. Nicht funktioniert. So, die haben alle getroffen. Das sind jetzt Stärke 4 gegen Widerstand 4, ist auf die 4. Und einen davon darf ich noch wiederholen. Ich habe gerade gut Würfel, das sind 4, 9 Stück. 9 Stück. Ganz normaler Safe. Ganz normaler Safe, also 9 Mal auf die 5. Dann machen wir einmal 5. 2 gesaved und noch einmal 4. Noch einen gesaved. Also 3 gesaved. Von 9 sind 6 Schadenspunkte. 6 Schadenspunkte. Die Einheit ist... Ist weg. Ja. Das, weil die haben nur noch... einer hatte noch einen und einer hatte 2. Also waren noch 3 Schadenspunkte da. Genau. Und damit sind sie auch futsch. Das war ziemlich gut. Ich habe ziemlich gut gewürfelt. Ich könnte mich jetzt noch 3 Zoll auf den nächsten Gegner ranziehen.
Das wären die da oben. Das werde ich auch gleich noch machen. Also 3 Zoll ein bisschen nach vorne. So, dann hier hinten habe ich überhaupt nichts mehr gehabt. Aber ich habe ja noch 2 Einheiten in Reserve. Und die Kommandos sind aus dem Versteck gekommen. Oh, Michael, du musst hier nochmal kurz messen. Ob, ja. Oh, ich muss ja 9 Zoll vom Abstand von deinen Jungs halten. Da komme ich. Da muss ich mich hier aufstellen und da komme ich gar nicht mehr ans Missionsziel dran. Mhm. Ja. Stimmt. Okay. Dann sind die hier. Dann habe ich also hier überhaupt keinen Punkt geholt, aber ich habe sie hier kommen lassen. Weil, jetzt habe ich es verraten, es ist ein geheimes Missionsziel, weil ich nämlich Missionsziel 1 habe. Habe ich. Aber wir haben es ja noch festgestellt. Genau, und sie haben geschossen. Und die haben noch geschossen, genau, und haben dem Goliath einen Lebenspunkt abgezogen. Ja. Gut. Das war die Runde der Orks. Und was habe ich erfüllt? Ich habe überwältigende Feuerkraft geschafft. Genau, weil ich nämlich die Bikes mit meinen Looters weggeschossen habe. Das heißt, ich habe einen Punkt. Also 5-2. So, dritte Runde der Kultisten. Die müssen sich jetzt beim Ziehen anstrengen. Ende der dritten Runde der Kultistin. Also, hier ist auf jeden Fall ziemlich viel sich bewegt worden, sehe ich hier. Ja, da haben sich erstmal die 2 verbliebenen Acolytes als Schutzschild aufgebaut, um meinen Warlord, nämlich den Sniper, den man hier hinten gut sieht. Der ist von hier dann sozusagen 14 Zoll dahin gefahren. Ja, und zwar ist es ein Jackal Alphus, wie er heißt. Ja. Der ist da schön hingedüst und hat in der Schussphase das Charaktermodell, sprich den Warlord der Orks, unter Feuer genommen. Das darf er, weil er halt ein Sniper ist. Genau. Und du hast auch gut gewürfelt und ich ziemlich schlecht, weil ich habe nämlich einen Rettungswurf von 6+. Und danach noch ein Aftersave, weil ich einen super Cyborg-Körper habe. Von 5+, habe aber nichts geschafft, also ich habe nur noch 3 Lebenspunkte. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass du den Kriegshörn oder sowas hast. Und ja, das könnte jetzt bald sein. Und vielleicht auch ein missionskritisches Ziel. Uff. Das sehen wir ja gleich. Das sehen wir gleich. Gut, hier, der ist stehen geblieben, sehe ich. Ja. Der Goliath und die sind vom Container runtergehüpft und sind dann in den Nahkampf gegangen. Genau. Mit den Kommando-Boys. Genau. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Deine Rotte da greift jetzt meine armen Boys an, die du schon beschossen hast, die es leider nicht geschafft hatten, an das Missionsziel zu kommen, weil ich mich ein bisschen vermessen habe. Aber gut, okay, dann 2W6. Naja, das reicht locker. Das reicht locker. Ich gebe Abwehrfeuer, die haben leider nur Knarren, 3-mal auf die 6. Wobei hier auf die, da war fast die 6 hier gewesen. Ich hätte auch nochmal ein extra Dings gemacht, ich habe nichts gemacht. Okay, gut. Dann stell sie ran. Dann stelle ich sie ran. Und dann kannst du auch direkt schon angreifen. Kommst du mit allen dran und hättest ja dann noch deine Vorrückbewegung auch nochmal 3 Zoll. Ja, ich ziehe aber auch noch meinen Chef hinterher. Welchen Chef? Den okay, der muss Icon ja auch nochmal. Der muss Iconward, ja. Der ist ja nicht in der Einheit drin, das heißt, du müsstest dann auch nochmal eine Vorrückbewegung machen. Richtig, also nee, eine Angriffsbewegung. Eine Angriffsbewegung, ja, genau. Das schafft er nicht. Nö, ich muss mich in Nahkampf, ich will den einfach nur näher ranbringen. Ja, das geht aber nicht. Also der muss ja, wenn er jetzt nicht so, mit den 5 das schafft, bleibt er ja einfach stehen. Bleibt da stehen. Ja. Und dann lass mich nochmal messen, dass er die noch in seinen 6 Zoll hat, um sie zu waffen. Ja, das ist, ups. Ne? Stößt das ab. Also, das hat er nicht, einer hat er noch eine Reichweite. Das war mir wichtig. Genau. Gut. Okay, dann schlag mal zu. Dann schlage ich mal zu. Die haben ihre viermal ihre Rending Claws und dann kommt der Chef mit seinem Knochenschwert noch. Ja, machen wir Rending Claws oder Kultistenmesser? Ich will Kultisten, die Rending Claws, die bringen dir eigentlich nur was, wenn du 6 würfelst, dann hast du einen höheren Armor Piercing und meine haben eine Rüstung von 6, also bringt das Armor Piercing gar nichts und mit dem Kultisten-Deutsch, wie ich gelernt habe, kriegst du 2 Attacken, oder? Genau, da kriegst du 2 Attacken. Each time, wenn ich damit kämpfe, dann brauchst du jetzt 10 Attacken, weil ich bin schlecht gerüstet, also machst du das.
Genau, das sind aber nicht 10, sondern das sind 8, weil ich mit ihm hier mit seinem Knochenschwert angreife. Also machen wir auf zweimal. Zweimal 8 auf die 3. Das sind jetzt also die normalen. Genau. Jeder zwei Attacken sind 8 mal auf die 3. Das sind 2. Ja. Und noch mal nochmal 2. zwei. Das sind Also 4 vier Stück. Stärke. Stärke 4. Auf die 4. Weil ich habe wieder schon 4. 4 Stück auf die 4. Na, das sieht doch mal besser aus. 3 Das sind Stück 3 Stück. minus nix. Nee. Also habe ich einen 6er Rüstungswurf. Nee, also sind 3 weg. Das heißt, also 2 normale sind weg. Und der Boss hat noch einen Lebenspunkt. Okay. Gut, der Boss wird jetzt Dein Boss. von meinem Boss bearbeitet. Mit seinem Knochenschwert. Knochenschwert. Und das Knochenschwert macht auch eine 3. Ja, das schafft er auch. Das Knochenschwert hat eine Stärke von 4. Also, der hat eine Gegen 4 ist 4. 4. Hat das Knochenschwert plus 4 oder Das Knochenschwert hat. die Träge? Es hat User. Ja, okay, Also die also Träger. nur die 4, Nur ja. die 4. Ja, hat Ja. es nicht geschafft. Der Bannerträger bufft dann einen, das hat er dann Stärke statt 4, 5. Ja. Und dann ist die 3 durchgegangen. Ja. Und ich habe einen 6er Safe. Oder nee, da hast du Minus wahrscheinlich durch das Knochenschwert. Das Knochenschwert, das hat minus 2. Gut, macht mir nichts. Ich habe einen 6 6. plus Rettungswurf durch Death Skull. Ja. Nee, dann ist der jetzt auch weg. Wie viele Lebenspunkte macht er weg? Das Knochenschwert macht einen weg, Okay, sogar aber noch platt. er hat ja noch genau einen. Also ist er auch weg. Hast du die Einheit ausgelöscht? Ja. Gut. Die halten das Missionsziel schon mal nicht mehr. Nee. Ja, also ich würde sagen, hier hinten hast du deine Flanke auf jeden Fall wieder aufgeräumt. Und hier die da oben, die stehen da zwar rum, aber die haben eigentlich ein ziemlich gutes Sichtfeld, weil die haben nämlich hier auch noch auf meine Boys geschossen, auf die hier. Ja. Und haben auch nochmal 2 Stück weggehauen. Und da muss ich auch noch einen Test machen, ob die den schaffen. genau, mit ihren Granatwaffen und die beiden Mining Laser Ja, genau. Die haben auf die da oben Ranger geschossen, geschossen. aber haben nichts getroffen. Nee. So, ich mache gerade noch den Test. Ich habe 2 verloren, 2 Orc Boys. Plus W6. Sind 8. Dann geht noch einer. Weil 7 haben sie nur. Okay, Michael, was hast du denn für Missionsziele erreicht? Ja, ich habe Prioritätsbefehl erhalten. Ah, das kannst du nur mit deinem Commander machen. Genau. Sieht so aus, als hätte ich danach noch beim Nachziehen ein missionskritisches Ziel gezogen, Wo du auswürfeln musst, welches wo ich Missionsziel aus. du halten musst. Genau, und das hat mir die 1 beschert, die natürlich in Reichweite meines Warbosses und Scharfschützen war. Richtig. Wenn das gibt nochmal einen Punkt extra plus Genau. Prioritätsziel, wenn du es erfüllst mit deinem Commander, kriegst du 3 Ja. plus das andere sind 4. Ja. Und hätte ich das jetzt vorher noch gehalten und Ja. du hättest mich dann sozusagen weggehauen, dann wären es sogar W3 noch extra gewesen. Genau. Genau. Die haben wir, sie müssen ein bisschen weiter weg als 3 Zoll, weil er muss das einzige Modell sein, die das Ziel kontrolliert. Also hast du jetzt 4 Punkte gekriegt. Plus die 2, die du schon hast, sind 6 Punkte zu 5. 6 zu 5, so schnell kann es So gehen. schnell kann es gehen. Ja. Dann kommt meine dritte Runde. Ende der dritten Runde mussten meine Stormboys kommen. Die sind hier gelandet, 9 Zoll von deinen Bergarbeitern weg. Haben dann auch angegriffen, haben es geschafft. Und haben im Abwehrfeuer keinen verloren und haben dir 8 Stück weggeschlagen. Du hast mir einen weggeschlagen. Weshalb ich den Test auch schaffe. Also, wenn ich 6 Würfel plus einen verloren habe, ich 7. Der Boss hat Leadership 7. Also, genau. Und deine haben den Moraltest nicht geschafft, Nee. sind dann abgehauen. Ja. So, dann die Boys und auch der Warboss. Der Warboss steht hier. Die sind nach vorne gegangen, haben dann auf die 2 Akolyten oder weiß ich, Acolytes. ja genau, geschossen. Und die haben dann die 2 Stück, die da gestanden haben, auch noch weggehauen. Und das war wichtig, weil da hinten hat ja dein Warboss gestanden. Ja. Und dann konnten nämlich hier die Looters auf deinen Warboss schießen. Und das gucken wir uns jetzt mal an.
Dicecam. Und ich habe mir diesmal die Looters ausgesucht, die auf deinen vorwitzigen Alpharius, wie auch immer, schießen. Und zwar kann ich das nur machen, weil ich hier vorne die anderen schon weggeschossen habe, die dein Meatshield waren. Und die da hinten deine Minenlaser-Typis, die sind 23 Zoll weg, weil das halt so schräg ist. Und der ist ein bisschen gerade, und da sind es halt 22 Zoll. Darum kann ich auf den schießen. So, würfeln wir erstmal aus, wie viel Schuss die machen. W3 pro Modell. Es wären 2, das ist auch okay. Mehr mache ich nicht. Da setze ich jetzt keinen Kommandopunkt ein. Also es sind 10 Schuss. Und ich würde auf eine 5 treffen, aber du bist ja auch super Outrider-Dingsbums. Ja. Also nur auf die 6. Ja, das könnte vielleicht helfen. Und 6en generieren bei mir aber extra Schüsse. Mhm. Ich mag das. Und einen darf ich wiederholen, weil ich Def Skull bin. Schon 2 Sechser. So, 2 Sechsen habe ich schon. Ich wiederhole einen. Also, waren es jetzt auch insgesamt 10? 3. Ne, einer fehlt noch, gell? Das sind 9 nur. Ja. Ne. So, also die 2 Sechsen machen aber generieren extra Dacker. Dacker, Dacker. Ne. Also hast Glück, es sind nur 2 Stück. Hm. Die Stärke 7, Gegenwiderstand 4. Ja. Ist auf die 3. Und die haben auch beide getroffen. So, ist minus 1. Aber du kriegst plus 1, weil du hinter Deckung stehst. Also ein ganz normaler Safe. Da hast du die 5 plus. Ja. Jetzt streng ich an. Das gibt's nicht. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass er viele Lebenspunkte hat, weil ich mag die insgesamt 4 Lebenspunkte weg, weil das ist nämlich die Death Gun, die macht minus 1 AP und 2 Damage pro Schuss. Ja, da hat er noch einen Lebenspunkt. Hat er noch? Guck mal, hat er überlebt. Mhm. Okay, das war die Dice Cam. Ziemlich spannend. Genau, und der hatte, also sie haben ziemlich gut getroffen, haben wir jetzt gerade gesehen, und der hat dann jetzt danach nur noch einen Lebenspunkt gehabt, und dann haben die Boys auch noch angegriffen, haben Abwehrfeuer überlebt und haben ja dir nur 3 Verwundungen zugefügt. Du hast aber 3-mal keine 5 gewürfelt und dann war der jetzt tot. Ja. Das heißt, ich habe den Kriegsherrn ausgeschaltet, krieg einen Punkt, habe jetzt 6, steht 6-6. So, und das war's eigentlich schon. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ich habe die Quetschens, die sind stehen geblieben. Und hier auf der Flanke, die wird von deinen ganzen Symbiontenkult, wie auch immer, beherrscht. Und was habe ich erreicht? Aktuell habe ich kein weiteres Ziel erreicht. Also steht es 6-6. Vierte Runde, Kultisten kommt. Der Goliath ist nach vorne gefahren, um auf meinen Boss zu schießen, und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Michael ist mit seinem Goliath-Transportfahrzeug, was aber auch gut bewaffnet ist, nach vorne gefahren und ist so gefahren, dass er hier auf meinen Warboss, der hier oben steht, ich hatte ihn vorhin hier, aber der steht eigentlich hier oben, weil er vorhin auch in den Nahkampf gehen wollte, so gestellt, dass er auf den schießen kann und nicht auf die, also jede Einheit Boys ist nicht näher als der, also darf er auf den schießen. Okay, aber dafür hat er, der hat Heavy Weapons, ist minus 1, weil er ja gefahren ist, und triffst nur auf die 5. Dann machen wir dann Heavy Stutter, 3-mal auf die 5. Genau. Das ist schon mal nichts, aber viel wichtiger ist eh die Autocan. Genau, die Autocan kommt 4-mal auf die 5. Tja. Einmal. Stärke? Jetzt überlege ich mir, einen Reroll hatten wir schon, ne? Da geht kein Reroll mehr. Nee, in der Schussphase hast du noch keinen gehabt. In der Schussphase hatte ich noch keinen. Also pro Phase einen, ja, dann mache ich einen Reroll. Auf alle Fälle. Um zu gucken. Also der Michael macht jetzt übrigens mehrere Rerolls jetzt setzt mehrere Befehlspunkte ein. Als Reroll, weil er vorhin ein paar Sachen vergessen hat, als Strutter Gem einzusetzen, ja, die sich eher gelohnt hätten.
Ja, also, unter anderem Kultverstärkung, um einfach eine angeschossene, fast ausgelöschte Einheit, um B6 wieder stand, zu verstärken, zum Beispiel, genau. Ja, die stand vorhin hier, um das Fleischschild vor dem von meinem Warlord wieder zu verstärken. Ja, also ist ganz wichtig, die Strutter Gems von den Kultisten einfach zu beherrschen. Ja. Weil da kann man aus den Befehlspunkten viel mehr machen als jetzt die Rerolls. Das sind jetzt einfach nur Not-Rerolls. Ja. Hoffentlich klappt da. Nö. Nein. Nein. Okay. Ja. Dann einmal die 5. Einmal die 5. Und stärker hat der 6. Nee, 7. 7 gegen die 5 ist auf die 3. Und das auch noch mit einer 1. Ich hasse die Würfel, glaube ich. Ja, darum setze ich meine Ork-Würfel auch nicht so gern ein, weil das Symbol die 1 ist. Mhm. Das ist halt echt bitter. Okay, das war die Dice-Cam. Ja, schade. War nicht so erfolgreich, ja? Nein. Aber wenn, dann wäre es ziemlich cool gewesen, weil ich glaube, du hast Königsmord und so Sachen. Ja, naja, vielleicht. Und okay, dann hier da hinten die Einheit, die meine Kommandos platt gemacht hat, die ist nach vorne gestürmt. Hat dann auch versucht, meine Leute da anzugreifen, hat aber es nicht geschafft, weil wir gesagt haben, da standen sie ja. Genau, die standen da. -2, weil sie da dann in das Gebäude da so mit reingehen. Gesagt, dass wir über alles, was wir hier so laufen, 2 abziehen beim Angriff. Genau, aber der Iconträger, der hat drauf geschossen und danach ist er in den Nahkampf gestürmt, hat 4 Attacken, hat aber nur insgesamt eine ausgeschaltet und hat im Gegenzug dann 2 Verwundungen gekriegt, genau. Jo, hast du irgendwas erledigt an Siegpunkten? Nein. Dann kannst du noch eine Karte abwerfen, wenn du willst. Ja. Und dann kommt meine 4. Runde. Ich bin mit den Looter stehen geblieben, mit den Gretchens Krotz stehen geblieben. Da hinten die Stormboys sind in deine Aufstellungszone geflogen, damit sie da rumstehen. Die anderen haben hier im Nahkampf gestanden und haben auch gekämpft und haben deinen Iconträger dann ausgeschaltet. Du konntest nicht mehr zurückschlagen. Dann gucken wir mal, was hier mein Warboss gemacht hat. In der 4. Runde der Orks wird jetzt mein Warboss versuchen, der hat sich hier hinbelegt, 5 Zoll, ihn hier anzugreifen, den Goliath. Und zwar mache ich jetzt eine Angriffsbewegung von 8 Zoll. 8 Zoll reicht schon. Und wenn nicht, könnte ich es auch nochmal wiederholen. Aber 8 Zoll wird lang. Ups, ein Klocker. Okay, du kannst Abwehrfeuer geben. Abwehrfeuer. Also 2W6. Nee. Erstmal der Timer der Stubber bei 6. Der Timer, stimmt. Und dann 4-mal die Autocannon. Genau. Auf jetzt 6er, ne? Mhm. Dann noch 4-mal die Autocannon, jetzt 6. Jetzt auf. Eine 6 immerhin. Stärke 7. Genau. Auf die 3. Auf die 3. Ja. Ja. DS minus 1. Gut, der hat einen 4 plus Save, mhm. Also hat er einen 5 plus Save. Den schaffe ich auch noch. Na. Schade, hätte 2 Schadenspunkte gemacht. Genau, hätte nur einen gehabt. Okay, dann wird es jetzt nicht so schön. Also ihr könnt für schwache Nerven jetzt weggucken, weil der hat ja halt dummerweise so eine Energiekralle, Powerclaw, und er hat 4 Attacken. Allerdings trifft er nur... Eigentlich bei der 2 plus, aber mit der Power Claw minus 1, also auf der 3. Also 4 mal auf die 3. Das Ding kann ich auch noch wiederholen, weil ich ja Death Skull bin. Nee, also 3 mal. Und durch die Power Claw habe ich auch Stärke mal 2. Der hat Stärke 6, weil der Might is Right hat. Also. Die Warlord-Fähigkeit von Orks. Also hat er 12. Also 12 auf die, also Widerstand 6. Also 3-mal auf die 2. Ja, 3-mal minus 3. 3-mal minus 3? Mhm.
Ja, dann würde ich mal sagen, habe ich da nichts gegen, wenn ich. Da hast du nur einen Aftersave, oder? Da habe ich nur einen Aftersave. So, okay, dann müssen wir jetzt erst gucken, ob wir wie viele Wunden ich mache. Ja. Der macht dann pro Wunde, ist er ja dann wahrscheinlich, oder? Der Aftersave, each time the model loses a wound, ja. Ja, genau, okay, also muss ich jetzt erstmal dreimal D3. Das heißt also 1, 1 und 2 sind viermal die 6. Oder ist das ein 6er Save? Ach, der 6er Save, okay. Ja. 4 mal 6. Ja, 1 mal 6. Also verliert er nochmal 3 Wunden. Ja. Gut, dann kannst du so zurückschlagen. So, du hast jetzt aber 2 Wunden verloren, ne? Ja. Ne, 3. 3 jetzt nochmal verloren. Ne, 2. 2 waren 3. Ja. So, dann hast du jetzt noch 5. Ja. Du musst jetzt gucken, ist dein Profil vielleicht ein bisschen schlechter geworden? Ja, ist schlechter geworden. Und jetzt habe ich halt eine 5 als ballistische Stärke zum Zurück. Genau, und wie viele Attacken? D3 Attacken. Jetzt hast du nur D3 Attacken statt 3, genau. Genau. Okay, jetzt machen wir erstmal D3 Attacken. Das sind 2 Attacken und auf die 6. Genau. Nö. Der wäre jetzt halt mit diesem Grinder-Dings wäre ein bisschen besser gewesen. Ja. Genau. Rock Grinder, ja. Genau. Aber du kannst ja einfach wegfahren. Wobei, dann kann er ja nicht mehr schießen, weil der fliegt ja nicht. Aber immerhin hat er überlebt. Dein Goliath lebt immer noch. Vorher hatten noch hier mal einen Looters draufgeschossen. Die haben schon 2 Lebenspunkte weggenommen. Und der hat jetzt auch nochmal 2 Lebenspunkte weggenommen. Also hat er noch 5 Lebenspunkte. Jo, das war's auch. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas erreicht habe. Ja, ich habe was erreicht, nämlich hinter feindlichen Linien. Das sind nämlich hier die. Ja. Also kriege ich hier einen Punkt. Also habe ich 7. 7 zu 6. 7 zu 6, also bleibt weiterhin spannend. Ich werfe noch eins ab und dann kommt eine fünfte und letzte Runde. Wir haben uns vorher geeinigt gehabt, 5 Runden. Genau. Klappt. Ja. Dramatische Szenen spielen sich hier ab. Wir sind in der 5. Runde von den Kultisten. Und der Kultistenanführer, statt auf das einfache Ziel, hier in meine 3 Boys zu gehen, wählt er den Weg außenrum, weil er meinen Kriegsherrn ausschalten will. Er steht jetzt noch 7 Zoll entfernt, muss aber mindestens ein Modell innerhalb von 1 Zoll, um den Kriegsherrn zu kriegen, um in den Nahkampf dann zu aktivieren. Und ja, also du brauchst jetzt eine 6. Also, los geht's. Och, 11. Perfekt. Ja, also da besser geht's nicht. Kommst du auf jeden Fall ran. Kannst also alle ranstellen. Ja. Puh. Krass. Gut. Dann das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist auch noch so eine Scheißsäge dabei und so. Sammeln dann, wir uns. Genau. Bleiben wir direkt dran. Genau. 3 Lebenspunkte habe ich noch. Dann kannst du, weil du ja Angreifer bist, auch direkt zuschlagen. Ich kann dich im Prinzip mit den 11 einfach schon umzingeln. Ja, ja. Genau. Und der Goliath, der ist ja auch mit dabei. Genau. Also das kann was werden, gucken wir mal. Ja, was machen wir zuerst? Wir nehmen mal zuerst die Heavy Rocksaw. Ja, damit könntest du es direkt beenden. Damit könnte ich es eigentlich direkt beenden. Ja, das 2 Nahkampfattacken, also zweimal mit der Säge sogar angreifen. Natürlich. Ja, zweimal mit der Säge, also zweimal auf die 3. Zweimal auf die 3. Beides mal. Stärke 8 gegen 5 ist auf die 3. Zweimal auf die 3. Den kannst du wiederholen. Wenn den du wiederhole ich auch. Ja. Ja, zweimal minus 4. Genau. Korrekt. Das heißt, ich habe jetzt erstmal zweimal meinen Rettungswurf von 6 plus. Ja. Durch Death Skull. Einmal habe ich schon geschafft. Ja. Und dann, wie viele Wunden macht der? 2. Das heißt, zweimal noch auf 5 plus. Das ist der Aftersave durch den Cyborg-Körper. Jedes Mal, wenn ich eine Wunde kriege. Nein. Dann habe ich 2 Stück verloren und hab noch einen. Mhm. Dann machen wir weiter. Ja, dann werde ich mit Kultistenmesser angreifen. Das heißt, ich habe noch 3 Mann, die haben eigentlich einen Flamer, aber die sind auch noch mit Kultistenmessern bewaffnet. Genau.
Aus zwei Attacken im Profil plus Kultistenmesser sind 3. 3x3 sind 9. Genau, richtig. 9x auf die 3. Die Kultistenmesser hacken meinen einen Warboss. Ja, das könnte passieren. Ich zoome gerade nochmal ran, wenn man noch nicht wirbelt. 2, 4. Und das ist auch deine komplett bemalte Einheit. Von daher, ich würde es denen ja gönnen. So, okay. Also. Das Kultistenmesser. 9x auf die 3, oder? 9x auf die 3. Machen wir einmal 6x. Und schon mal 4. Ja. Und nochmal 3. 4, 5, 6. 6x. 6x. Stärke 4. Stärke 4. Auf die 5. Auf die 5. Stand 5. 6x auf die 5. Genau. 6x auf die 5. Das sind 2. Okay. Und 2x minus? Nix. Also 2x die 4 plus. Nee. Das heißt, 2 Lebenspunkte verloren, ja? Und jetzt 2x auf die 5. Wer ist jetzt das Ende? Einmal gesaved, aber einmal nicht. Da hast du meinen Kriegsherrn ausgeschaltet. Ja! Und ich hätte noch den Leader gehabt. Der hätte dich auch noch... Der hätte auch noch mal was machen. Und der Goliath hätte ja auch noch in den Nahkampf was machen können. Ja, aber bei einer 6 plus wäre schon... Okay, das heißt, warte mal kurz. Du kriegst jetzt erstmal einen Siegpunkt für Kriegsherrn ausgeschaltet. Dann hast du 7. Das ist jetzt schon mal automatisch. Ja. Dann hast du noch mehrere Ziele erreicht. Ja. Und zwar habe ich einmal Königsmord. Mhm. Da kriege ich W3 Siegpunkte. Okay, dann würfel mal. Du bist jetzt bei 7. Die darf man übrigens nicht wiederholen. Ja. Also 1, sind 8. Und ich habe noch gezielte Tötung. Ja. Und das gibt auch noch mal einen Siegpunkt. Also hast du 9. Okay. Dann steht es 9 zu 7. Da war es doch der bessere Weg, gell? Ja. Anders hättest du nur W3 gekriegt, dann hättest du wahrscheinlich dann die 1 gewürfelt. Dann hättest du jetzt... volles Risiko. Dann hättest du 7 gehabt. Ja. Und jetzt hast du 9. Ja. Alles klar. Dann, ja, das war es eigentlich auch in deinem Zug, gell? Ja, das also war's du mein Zug. Bist eigentlich nur mit denen da hingelaufen, hast angegriffen, das haben wir jetzt gesehen. Ja. Und dann mit dem direkt... So, aber Ende deiner Runde, weil du das andere nicht gemacht hast, wie ich es dir empfohlen hatte, kriege ich für Missionsziel 1 verteidige, ja. Habe ich das, kriege ich 2 Siegpunkte. Dann steht es jetzt 9 zu 9. 9. ich habe keine 9 hier. Das ist klasse, ja. Krass. Meine 5. Runde machen wir direkt live. Ich habe nämlich Großwildjagd. Hm. Ich versuche mal, deinen Panzer noch kaputt zu kriegen. Genau. Dazu gehe ich hier einfach mit denen hier auch noch hier rüber. 5 Zoll. Das geht. Geht. 5 Zoll. So. Da können die nämlich auch drauf ballern und eventuell nochmal angreifen. Weil das hätte eigentlich mein Orboss eigentlich ganz gut erledigen können. Mhm. So, genau, die Looters bleiben stehen, die sind diese Schlacht echt super, die Gretchens darunter sind auch super, die haben schon ein paar Punkte geholt und meine Stormboys da hinten, die bleiben einfach als zum Durchbruch machen. Zurzeit machst du auch noch Durchbruch. Ja. So, 9-9 steht's, Durchbruch jeder 10-10. So, und ich versuche aber jetzt noch... Jetzt geht's. Genau, als erstes schieße ich mal... mit den Boys da hinten. Das ist eine fette Wumme. Mhm. Und 2 mit einer Knarre. Erstmal die fette Wumme. 3x auf die 5. Einen darf ich wiederholen. Einmal getroffen. Stärke 5 gegen 6 ist auf die 5. Jo. Einmal ganz normal der Safe mit deinem Goliath. Genau, der hat einen 4er Safe. Jo. Gesaved. Gesaved, sehr gut. Dann 2x die Knarren. Darf ich nicht mehr wiederholen. Einmal getroffen. Auf die 6, ja. Einmal, erst nochmal der Safe. Gesaved. Safe, ja, ja, alles. Okay. Dann die Looters. Oh, 3 Schuss pro Modell. Das wird dein Goliath nicht verstehen. 15 Schuss auf die 5.
Oh nee, oder? Okay, warte mal. Ich sehe da drei. Drei, genau. Keine sechs dabei, ich kann nichts dingsen. Aber einen davon darf ich noch wiederholen. Das war ja eine miese Schussrunde. So. Auch wiederholt nichts. So, drei Stück. Drei Stück, Stärke 7. Stärke 7 gegen die 6 ist auf die 3. Das sind dreimal. Minus 1. Also auf die 5. Dreimal auf die 5. Boah, drei Eisen. Dann brauche ich jetzt drei Sechser. Ja, warte mal kurz. Jetzt macht aber jedes 2 Schadenspunkte. Das heißt, du musst jetzt, sind dreimal 2 sind 6. 6 Sechsen. Also du brauchst ja eigentlich nur 4 Sechs. Nee, Quatsch. Eine 6 reicht ja. Nee, 2 Sechsen reichen. 1 6 hast du. Das heißt, 5 gehen durch. Das sind genau die 5, die er noch hat. Tja. Hast du noch einen Kommandopunkt? Nein, habe ich nicht mehr. Ich kann jetzt nur gucken, wenn er explodiert, gehen vielleicht noch welche von meinen Acolytes mit. Nee, er explodiert nicht. Okay. Dann kriege ich einen Punkt für Großwildjagd. Habe ich 10 Punkte. Och, mein Auto ist weg. Oh. Das war natürlich krass. So, und dann, na klar, dann müssen meine Boys dann noch versuchen, deine Leute anzugreifen. Na, ich würfel mal. Die sind noch in dem Gebäude drin halt. Also kriegen sie minus 2. Ja. Sind Charge-Wurf. Sind 5, 0, dann würfel ich nochmal komplett neu, wegen jetzt geht's los. 9 minus 2 sind 7, das reicht. Das muss lange. Dann sind die nochmal im Nahkampf. Die machen wir auch noch direkt mit. Da können beide Seiten komplett zuschlagen, weil ich dann 3 Zoll Rand. Ja. Und du rückst nochmal 3 Zoll von mir. So, ich bin Angreifer, ich darf als erst zuschlagen. Das sind Ballerboys, die haben nur 2 Attacken pro Modell und der Boss hat 3 Attacken. Das sind also insgesamt 7 Attacken. Die haben keine Powerclaw oder sonst irgendwas. Ganz normale Boys. Also 7 mal auf die 3. Einen darf ich wiederholen. Jo, machen aber keine extra Attacke. Mhm. Und dann Stärke 4 gegen Widerstand 4? Oder 3? Ja, 4. Auf die 4? Nee, 3, Entschuldigung, 3. Auf die 3. Und einen davon darf ich noch wiederholen. So, das sind also insgesamt 5 Stück. 5 Stück minus nix. 5 Stück minus nix, also ein 5, ganz normaler Safe. Dann habe ich 5 mal auf die 5. Tja. Boah. Ja, 5 weg. Ja, 5 weg ist die Einheit. Nee, dein Boss hat ja dein, wahrscheinlich mehrere Lebenspunkte. Mein Boss hat... 3, 4... Nein, der hat auch nur einen Lebenspunkt. Nur einen? Ja. Ach du Scheiße. Ja. Nee. Ja. Dann habe ich dich jetzt auf das letzte Ding dann noch, doch noch irgendwie getäbelt. Kann genau. Ich. Und keinen Kommandopunkt mehr, um was zu rerollen. Ja, so kann es gehen. Das ganz schnell ausrechnen. Ich habe 10, 11, genau. Ich habe gerade. Du hast einen Durchbruch. Ich habe 11, genau. Und du hast 9. Ja. Dann ist ganz knapp. Ja. Hey. Oh. Okay. Noch getabelt im letzten. Im allerletzten Wurf gerade. Ich habe noch getabelt. Aber sauknapp. Hätte ich jetzt den nicht kaputt geschossen, dann hätte der noch den Durchbruch gemacht. 10. Genau, 10. Ich hätte nicht den Punkt für Großwildjagd gekriegt. Dann wäre es 10-10 ausgegangen. Hättest du eine 6 noch mehr gewürfelt, ja. Dann hätte er dann noch gestanden. Ja. Von mir aus, die wären dann noch weg gewesen. Ja. Aber er hätte da gestanden, hätte Durchbruch gemacht, dann hättest du 10. Ja. Ich hätte auch nur 10 und hätte... Oder hätte ich sogar noch verloren? Habe ich mir das denen schon gegeben? Nee, die 2 Stück habe ich gekriegt gehabt durch das Ding. Genau, dann hätte ich nämlich 10 gehabt, du hättest dann auch 10. Dann wäre es genau unentschieden gewesen. Boah. Genau, und so habe ich jetzt 11, 12 zu 9. Ja. Genau. Also hammerharte Schlacht. Hammerharte Schlacht, aber gut.
Ich glaube, ich muss die Würfel wechseln. Die kommen vielleicht dann doch in den Schrank. Ja, ich würde die, glaube ich, auch in den Schrank tun. Die sehen schon Hintergrund beleuchtet schöner aus. Auf jeden Fall. Aber es hat jetzt nicht nur an den Würfeln gelegen, wobei du manchmal echt schlecht gewürfelt hast. Ich habe relativ gut gewürfelt, konstant auch. Ja. Aber bei dir waren es ganz klar der fehlende Einsatz deiner coolen Strutter-Gems. Ja. Weil da hättest du dein Kriegsherr wäre vielleicht gar nicht so schnell gestorben, weil du hättest hier einfach die Einheit wieder auffüllen können, um W6 Modelle. Ja. Ich hätte hier mein Missionsziel 1 verteidigen überhaupt nicht machen können. Und ich hätte bei den Kultistmessern aufpassen müssen, dass die im Prinzip meine Nahkampfattacken um 1 erhöhen. Genau, das hast du zumindest bei denen hinten irgendwann hast du mal falsch gemacht, hier hast du es jetzt richtig gemacht. Genau. Ja, hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall demnächst wieder machen. Ja. Würde ich jetzt sagen, als Road to wie auch immer. Jeans Stealer Nummer, weiß nicht, irgendwann kommt ja wahrscheinlich dazwischen noch dein Bemaltutorial. Dann machen wir, wenn wieder ein paar mehr bemalt sind, machen wir nochmal eine Schlacht. Vielleicht dann mit 750 Punkten oder so. Boah, das ist mal, dann wird es mal ein Momentchen dauern. Ja. Aber wobei die 500 Punkte, also ich fand, wir haben ja ein paar Sonderregeln gemacht, dass wir die 500 Punkte hier auf dem kleineren Schlachtfeld spielen mit nur 4 Missionszielen statt 6, aber es hat richtig Spaß gemacht. Also ich fand es echt gut, weil nämlich jede Einheit ist wichtig und klar ist man relativ schnell im Nahkampf und so, aber da geht es wenigstens auch mal ab. Ja, nee, ich fand das 500 Punkte Spiel auch gut. Man muss halt das Letzte aus den Einheiten rauskitzeln, wie du schon gesagt hast. Ja, genau. Und dann auch gut wissen, welches Sutter Gem setze ich noch ein und was habe ich denn sonst noch für Buffs durch Sondercharaktere, ja? Ja. Also ich finde die Jeans hier richtig cool. Aber es sind, also jetzt zum Beispiel die Einheit hat jetzt mein Warboss ziemlich schnell ausgeschaltet, weil sie selbst angegriffen hat. Da siehst du auch den Unterschied zwischen selbst angreifen und angegriffen werden. Ja. Weil das sind ganz normale 3 Ork-Boys. Hättest du die angegriffen, hättest du die einfach weggeschnetzelt, weil die haben 6 plus Rüstung. Mhm. Dadurch, dass die jetzt aber als erstes angreifen durften und ein Ork trifft halt bei einer 3 und hat Stärke 4 und hat bei einer 3 wieder verwundet, ich habe gut gewürfelt und du hast deine Saves nicht geschafft, bist halt kein Space Marine, hast nur einen 5er Save auf, dann sind die ganz schnell weg. Ja. Und da bringe ich denen die 3 Attacken pro Modell nichts, wenn sie als letztes zuschlagen. Aber im Umkehrschluss, die Säge, die mit dabei war, hat mal kurzerhand auch dem Warboss ordentlich eingeschränkt. Genau. Ja. Also halten wir fest, die Kultisten haben sich wacker geschlagen. Es war fast noch ein Unentschieden. Und wirklich auf den allerletzten Wurf, den ihr jetzt mitgekriegt habt, habe ich die Kultisten noch getabled. Beziehungsweise sie sind wahrscheinlich irgendwo im Untergrund verschwunden. Die haben sich schnell eingegraben und sind weg. Richtig. Um bei einem der nächsten Spiele wieder aufzutauchen. Mit Verstärkung. Mit Verstärkung. Wir holen jetzt ihren großen Bruder. Genau. Den Aberrant, wie er heißt. Ja, genau. Die Aberrants. Die Aberrants. Die sind auch übel, ja. Ja. Nee, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht, Michael, mit dir zu spielen. Ja, mit dir auch, Jens. Macht auf jeden Fall Lust auf die nächste Schlacht. Und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Wir entlassen euch jetzt und wir gehen jetzt auch, es ist auch wieder spät geworden. Ja, früh geworden sogar. Früh geworden, ja. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unser Feedback gebt, uns Feedback gebt, vor allem dem Michael. Was kann er noch machen? Welche Strutter Gems findet ihr am wichtigsten für die Kultistenarmee? Und einfach ein paar Tipps geben. Sind Rusted Claw, das schränkt vielleicht das eine oder andere noch ein. Da gibt es ja auch spezielle Strutter Gems, aber gerne, ja. Genau, und dein Bike Strutter Gem hast du zum Beispiel auch vergessen mit dem. Ja. Im Vorbeifahren die können die Granatwerfer schießen und nach dem Schuss kann sich die ganze Einheit auch nochmal wegbewegen. Also die fahren wirklich vorbei, schießen und sind dann weg. Ja, und also da hättest du viel mehr Nadelstiche einfach aussetzen können. Ja. Ja, einfach öfter spielen und dann gelingt es beim nächsten Mal auch. Und die Mining-Laser schützen und vielleicht ein zweites Quad mitnehmen. Ja, das Quad war auch cool mit dem Mining-Laser. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal beim Teamchef Oberboss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo zusammen, hier ist der Chef Oberboss und der Michael. Genau.
Wir haben ja am 4. Januar 2020 ein cooles Turnier gehabt bei den Aschaffenburg. Deswegen ist das schon wieder der Schnitt.